Hallo Retro-Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es etwas ganz Besonderes für euch, denn heute erwartet euch meine schon lange erwähnte, aber bis jetzt noch nicht veröffentlichte Roomtour. In dieser Roomtour möchte ich euch einen Einblick geben, wie ich es mir her eingerichtet habe, wie ja, der Retro-Rauner quasi seine Videos dreht, was er für schöne Sachen hier hat und ich hoffe, ihr habt Bock darauf und dann lasst uns mal anfangen. So, hier befinden wir uns jetzt in meinem Flur. Ich hoffe, es hallt nicht zu sehr. Ja, wie ihr seht, ist es relativ schlicht eingerichtet, alles in Weiß gehalten. Hier da ein, zwei Bildchen an der Wand. Ja, und wenn es jetzt gleich ein bisschen quietscht, das ist der Fußboden. Ja, das ist ein echter Dielenboden, der hier drin ist. Es ist ein Altbau. Ja, das Haus ist aus dem Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gebaut worden. Also auch das ist für mich halt genau richtig. Ja, und ich würde sagen, ich stelle jetzt die Kamera nochmal um und dann gehen wir zusammen in mein Zimmer rein. So, hier seht ihr jetzt die Tür zum Treppenhaus und dann drehen wir uns einmal. Dann seht ihr gleich den Hintergrund, den ihr jetzt eben bei mir gesehen habt, in meiner Ego-Perspektive jetzt. So, das ist der Raum. Ja, wir gehen jetzt mit Knarren auf mein Zimmer zu und ihr seht schon hier neben an der Wand, ein kleiner Vorgeschmack, ein Sie-Leben-Poster, ja, von John Carpenter, aber ansonsten deutet nichts irgendwie auf meinen Raum hin. Ja, das habe ich bewusst so gemacht. Also ich habe jetzt keine extra Bilder an der Tür oder was auch immer. Ja, ganz normal. Und so, hier unten seht ihr auch nochmal dann den Fußboden, den Dielenboden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Tür auf. Und dann geht's ab in mein Reich. Ja, ich möchte euch jetzt erstmal so einen Rundumblick geben, bevor wir hier großartig die einzelnen Regale durchgehen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal in das Zimmer rein. Ihr seht hier neben an dem Regal sind schon die ein oder anderen Aufkleber oder Werbeflyer drauf. Ja, und wir gehen jetzt rein und gucken uns einfach mal das Ganze an. Ja, hier drüben geradeaus seht ihr jetzt mein Schallplattenregal, ja, wo auch ein kleiner Fernseher, ein Plattenspieler und so weiter, ein Videorekorder drauf ist. Dann haben wir zwei schöne Plakate von 80er Filmen an den Wänden. Ja, rechts mein Fenster, links daneben habe ich einen Samantha Fox Kalender, den ich bei Samantha Fox in den UK bestellt habe. Den hat es mir auch noch signiert, an meinem Geburtstag was Schönes reingeschrieben. Ja, hier in der Mitte übrigens, das ist mein schöner Fliesentisch. Ja, der ab und zu auch schon in den Videos drin war. Dann habe ich hier rechts meine Couch, die relativ neu ist. Ich habe dann irgendwann mal wie ich sie bekommen habe, halt als Übergang halt diese grüne Decke draufgelegt und irgendwie ist die seitdem da geblieben. Links seht ihr meinen 70er-Jahre-Sessel, den ich mal auf eBay Kleinanzeigen kostenlos abgeholt habe. Da sitzt dann auch ein Mogwai drauf. Der hat noch kein Wasser abbekommen, wie ihr seht. So, und hat auch noch nichts gefressen. Dann gehen wir hier mal rein. Da drüben habt ihr meinen Fernseher. Der Fernseher ist, ja, wie soll ich sagen, nicht wirklich retro. Es ist ein 3D, UHD, kein UHD, es ist ein 3D Fernseher von LG mit Curved Design. Ich mache jetzt gerade hinter mir mal die Tür zu, damit wir hier ungestört sind. So, über dem Fernseher, ich hoffe, das blendet nicht so, auch nochmal ein Masters of the Universe Bild. Ja, nebendran ein kleines He-Man-Bild, was ich auf Leinwand gemalt bekommen habe. Es hat mich sehr gefreut. Ja, so, dann gehen wir hier einfach einmal hier rüber. Da drüben, ja, das ist jetzt ganz schön hell. Ja, aber hier habe ich dann noch zwei, ja, von den Mini-Comics, zwei Bilder ausgedruckt, die ich mir hier hingehangen habe. Jetzt drehe ich mich einmal wieder um das helle Fenster. Dann sieht man den anderen Teil vom Raum. Hier hat der Fernseher, da hinten ist nochmal das Stativ. Ein kleiner Schreibtisch mit Monitor und so ein kleines Schlumpfhaus seht ihr da. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze so drauf kriegen. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter mit der Kamera. Dann seht ihr unten auch wieder Schallplatten. Das sind alles Hörspiele. Links unten für die Kenner schwarze Schallplatten in Hörspielen. Heißt 3 Fragezeichen Schallplatten. Ja, dann gehen wir weiter hoch. Da haben wir auch nochmal einen Plattenspieler. Dann haben wir die Eternia Minis und ganz viel Krempel in diesen einzelnen Regalen drin. Ja, und auf den zwei Kallax, das sind diese beiden linken, ja, habe ich oben drauf meine
Master of the Universe Origins draufstehen mit den Eternia Minis. Die werden aus dem Raum rauskommen. Die werde ich in den anderen Raum reinstellen, weil ich hier Platz brauche für wirkliches Vintage-Zeug. Ja, das heißt, die ganzen neuen Master of the Universe Sachen werde ich in den separaten Raum packen, dazu aber noch mehr. So, dann gehen wir hier einmal lang. Ja, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, wenn ich jetzt die Kamera gleich nochmal mit der Kamera runtergehe, ihr seht auch den schönen Teppich hier. Ja, den habe ich mir auch bei IKEA geholt. Hab gedacht, das ist so ein Teppich, den meine Oma, den meine Eltern auch ganz früher hatten, und der passt hier wunderbar in das Zimmer rein. Dann habe ich hier eine Kiste. Wie gesagt, ich habe hier nichts verändert. Ich habe jetzt nicht extra für euch aufgeräumt oder so. Eine Kiste mit kunterbunten Hörspielen, die ich auf eBay Kleinanzeigen kostenlos abgeholt habe. Die habe ich aussortiert und das ist jetzt quasi alles abzugeben, was da drin ist. Auf dem Tisch so meine Blu-Rays, die ich mir gerade so am Angucken bin. Ja, das ist der unglaubliche Hulk mit Bill Bixby und Lou Ferrigno. Genauso wie die Buck Rogers Serie. Ja, finde ich auch richtig klasse. Hier sind so ein paar neue, also alte Süßigkeiten. Natürlich keine alten abgelaufenen, sondern aktuelle. Ja, diese Bonbons hier, die ihr rechts seht, die hatte meine Oma früher immer gehabt. Die gibt es ja jetzt immer noch. Ja, und dieser Korb, wo so die Sachen drinstehen, auch das habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, das wird so nach und nach, ja, beim Fernsehschauen verköstigt. Ja, dann gucken wir nochmal hier unten weiter. Da habe ich noch eine Kiste stehen. Da sind ganz viele, ich mache die gerade mal auf. Das sind noch meine Originalen von früher, von der Kindheit. Star Wars Figuren drin. Ja, bis auf der hier, der gehört da nicht rein. Den habe ich mir irgendwann mal geholt, weil ich auf eine Convention gehen wollte. Und dann dieser Darsteller da war, da wollte ich halt dieses Ding unterschreiben lassen. Aber ich war da nicht auf der Convention, weil ich krank war und seitdem liegt er da mit drin. Ja, hier die Figuren, wie gesagt, das sind alles Figuren aus meiner Kindheit. Die habe ich mir jetzt aus dem Keller rausgeholt und versuche die auch noch irgendwo unterzubringen. Eventuell mache ich da auch noch mal ein Video. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir werden einfach mal die Kiste zusammen auspacken und mal schauen, was da alles so drin ist. Ja, und dann gehen wir hier wieder rüber. Ja, hier ist wieder das Regal und dann gucken wir hier drüben. Da steht der Peter Lustig und winkt uns zu. Oben drüber sind Winnetou und Old Shatterhand. Da ist die Tür, wo wir reingegangen sind. Und dann haben wir hier, diese Ansicht müsstet ihr eigentlich kennen. Ich gehe mal ein bisschen runter. So, das ist eigentlich so die Ansicht, wo ich in der ich meine Videos immer aufnehme, so ganz grob gesagt. Das heißt, das Regal oder die Regale im Hintergrund kennt ihr auch. Und was da alles drin ist und so weiter, das gibt es dann im Detail jetzt. Und die oberen Regaleböden kennt ihr, glaube ich, nicht. Da stehen so meine Bravestar-Sachen drin. Ja, und ganz oben habe ich Brettspiele, Puzzle und so weiter, was ich größtenteils auf Flohmärkten gefunden habe, hier und da auch auf eBay. Ja, und das ist so, ja, das ist so im Groben mein Raum. Hier drüben ist dann wieder das Fenster. Ja, ich würde einfach sagen, wir fangen mal bei den Masters of the Universe Origins an. Das heißt, wir gehen jetzt hier drüben zu diesem Regal. Ich gehe hier mal an meinem 70er-Jahre-Sessel vorbei. Da seht ihr auch nochmal die Origins Castle Grayskull. Hier übrigens, hier unten, seht ihr auch Big Jim. Ja, da ist der Big Jim Camper aus den 70ern, genauso wie der Safari Jeep. Die kommen dann, oder habe ich zumindest vor, auf das Regal, wo jetzt die Origins draufstehen. Ja, wenn die Origins aus dem Raum raus sind. Hallo, Peter Lustig, grüß dich. Ja, hier an der Tür habe ich nochmal ein paar, ja, auch Bilder dran. Jan Tenner und Captain Future. Und dann sind wir jetzt hier schon, oh, da steht noch ein, seht ihr, ich habe nichts weggeräumt, da steht noch ein Tesa-Abroller, den tue ich jetzt aber mal weg. Und dann geht es hier mit den Masters of the Universe Origins los. Ja, ich habe die Origins bis auf die Deluxe-Varianten, ich habe hier den Deluxe Battle Armor Skeletor, den habe ich schon in einem Case drin. Alle anderen Varianten noch nicht, das heißt, ich habe den Battle Armor He-Man zweimal. Mit den farbigen Schlaufen an den Stiefeln und dieser matten und glänzenden Rüstung. Ja, die stehen beide hintereinander. Ja, ansonsten, wie gesagt, alle Figuren sind jetzt eingecased in Morax-Cases. Ja, die reichen mir dafür. Für die Vintage-Figuren werde ich mir die Zora-Cases holen. Und hier seht ihr auch den Clamp-Champ noch liegen, auch eine Deluxe-Figur, sprich, der ist auch nicht eingecased.
Ja, und alle anderen, wie gesagt, sind schon im Case. Die stehen alle zwei- oder dreireihig auf dem Regal. Ich habe halt keinen Platz, die hier auszustellen. Das wird sich ändern, wenn das andere Zimmer fertig ist und ich die Figuren dann dorthin reinstellen kann. Ja, hier nochmal der Pantor, da oben der Landshark. Ja, dahinter in dem Pantor ist der Battlecat und so weiter. Also die Origins-Figuren, da habe ich ja genug Videos von gemacht. Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Jetzt gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Hier habe ich nochmal diese Funko Pop Keychains, ja, also die Schlüsselanhänger, die ich für, ich glaube, 3,99 oder 4,99 Stück mir geholt habe. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Ja, normal bin ich nicht so der riesige Funko-Fan. Hier ist mein behinderter He-Man mit zwei rechten Händen. Ja, die Wave 2 der Eternia Minis, soweit. Und das war es hier oben auf dem Regalboden. So, dann gehen wir in das zweite Regal oder in diese erste Regalebene. Und da seht ihr im Hintergrund die beiden mega klasse Vintage-Mocks, die ich von Z-Toys bekommen habe. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so sehr im Fenster. Ich stelle mich mal so ein bisschen hier so hin. Dann sollte es besser gehen. Ja, und zwar der Gwildor und der Leech. Ja, dann habe ich hier eine Pac-Man-Lampe. Ja, ich habe hier ein Original-ET-Kartenspiel, was noch... Das Kartenspiel selbst ist noch eingeschweißt. Ja, so ein Jurassic Park-Ei, wo so Schleim drin ist. Da hinten im Hintergrund sieht man vielleicht noch eine Greg Captain Future-Maske, die da quer drin liegt. Ja, das ist das. Dann gehen wir eins weiter. Und dann habe ich mir so ein kleines... Ja, so ein kleines Fach eingeräumt mit auch meinen Vintage-Star-Wars-Figuren. Die habe ich schon ein bisschen länger da drin stehen. Ja, habe ich so ein kleines, so ein Hot-Ding aufgebaut. Ja, zwei Town Towns, das Wampa, der X-Wing. Im Hintergrund habe ich so ein Schneidebrettchen mit den AT-ATs drin. Ja, die Laserkanone. Und in diesen zwei Metalldosen, das war Burger King oder McDonald's, glaube ich, das sind zwei Uhren drin. Die gab es Ende der 90er, glaube ich. Ja, vorne ein Kartenspiel von meinem Lieblings-Fantasy-Film oder einem der Lieblings-Fantasy-Filme Labyrinth mit David Bowie. Ja, zwei oder drei Biene Maya Kaugummi-Figuren. Ja, auch das habe ich schon in meinem Video gezeigt. Dann gehen wir hier weiter. Dann haben wir hier ein Fach mit Schlümpfen. Ja, ein altes 70er-Jahre-Schlumpfhaus mit diversen Schlümpfen hier drin. Ja, dem Königsschlumpf, dem Briefträger, einer mit dem Hackebeil. Ja, hier drüben links ist auch der böse Schlumpf, der rote. Ja, also ganz viele Schlümpfe. Die habe ich mir auch, das Haus habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Die Schlümpfe, ein Großteil, glaube ich, über eBay Kleinanzeigen in der Nachbarschaft bekommen für einen Spottpreis. Ja, und Schlümpfe fand ich schon immer cool. Ja, das nächste Fach, ja, da habe ich einmal eine Homer Simpson Duff Bierdose. Dann habe ich Big Jim wieder, drei Kanus von der Big Jim Winnetou Serie. Da bin ich auch noch am Aussortieren, dass ich das eine oder das zwei Kanus davon abgebe. Eine Indianerfigur von Big Jim. Im Hintergrund dann drei Biene Maya Tassen. Die müssten auch aus Mitte der 70er oder Mitte der 80er Jahre sein. Ja, hinten, ich greife gerade mal rein, wenn ihr das sehen könnt, dann habe ich hier von, das sind auch wieder neuere Sachen, aber diese Hollywood Rides, da habe ich hier einmal den Kit, ja, von Knight Rider. Und unten drunter steht noch einer. Da steht der Ecto 1, wenn man das so ein bisschen sehen kann. Hier hole ich es nicht direkt raus. Ihr wisst, glaube ich, alle, wie ein Ecto 1 aussieht von den Ghostbusters. Wieder rein damit. Ja, und hier vorne nochmal ein Street Shark auf dem Motorrad. Ja, auch den habe ich mir für einen Fünfer, glaube ich, auf dem Flohmarkt mitgenommen. Ja, Flohmärkte. Ich hoffe, es gibt bald wieder bei mir los. Ich sehe es halt auf verschiedenen Internetplattformen und so weiter, dass halt viele schon wieder auf Flohmärkte gehen und so weiter. Bei mir gibt es leider noch gar keinen. Wenn wir in das nächste Fach reingehen, haben wir dann auch wieder hier ein Schlümpfehaus. Das hatte ich mir, glaube ich, auf eBay Kleinanzeigen geholt. Das habe ich nicht auf dem Flohmarkt gefunden. Ja, eine Ghostbusters Trinkflasche. Ja, dann habe ich hier so ein Ghostbusters Phaser aus den 80ern. Ja, dann auch ganz witzig. Hier habe ich so ein Rider aus der Retro Edition, also kein Twix, sondern noch ein Rider. Gab es mal eine Zeit lang limitiert. Dann habe ich hier einen Türstopper, Hold the Door, Hodor, Game of Thrones. Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen gemischt. Es ist nicht alles ganz Vintage, was hier drin ist.
Ja, aber Sachen, mit denen ich, wo ich halt einen Bezug zu habe. Dann Schlümpfe, Pin. Ja, hier nochmal alte Öffner, die ich noch von früher habe. Und da bin ich ganz, ganz, ganz happy. Meine alte Kindergabel. Ja, mit einem Reh drauf. Ja, auch die liegt hier einfach so rum. Auch da habe ich noch keinen besseren Platz für gefunden. Aber das kommt auch noch. Ja, das ist ein stetiger Wandel hier. Hier wird stetig umgeräumt und umgebaut, wenn ich wieder was sehe, was mir besser gefällt. So, dann haben wir hier einmal den Weißen Hai von Arxon aus den 70er Jahren. Ein Spiel war das. Ja, den habe ich auch für ein Apfel und ein Ei auf dem Flohmarkt gefunden. Leider nur so, also lose und ohne Zubehör, ohne Angelhaken, ohne Sachen, die ich aus seinem Maul fischen kann und so weiter. Dann habe ich obendrauf eine 3D-Brille zum Der Weiße Hai 3. Das war ja ein 3D-Film. Ja, diese 3D-Brille gab es dann irgendwann mal als Werbegeschenk oder was auch immer, 1982. Ja, not for resale, not for sunglasses use, so rum ist es. Ja, die habe ich auch irgendwann mal ja, fast geschenkt bekommen. Ja, hinten so ein altes Stiftefach. Ja, dann habe ich hier den seltsamen Wecker von den drei Fragezeichen. Das war auch so eine limitierte Ausführung, die es mal vor 2-3 Jahren bei den drei Fragezeichen auf der Homepage oder bei Europa gab. Was haben wir hier hinten? Da hinten haben wir noch die Maxi-CD von dem Phil Fuldner, Captain Future Lied, was so in den, oh Gott, Mitte der 2000er, Anfang der 2000er, so ein bisschen in der Dancefloor-Variante rausgekommen ist. Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Ja, zwei Matchbox-Autos, die sind auch nicht alt, aber das sind alte Autos, die mir sehr gut gefallen haben, die ich mitgenommen habe. Ja, dann habe ich hier die drei, kann man das so sehen, die Rückkehr der Jedi-Ritter, Imperium schlägt zurück und Krieg der Sterne. Das sind diese drei Bücher, die es damals von Remus gab, wo halt die Kassetten dabei waren. Die Kassetten habe ich auch und die Bücher habe ich hier stehen. Ja, das Imperium schlägt zurück war das, was ich aus meiner Kindheit noch habe. Die anderen beiden habe ich mir dazu geholt jetzt. Ja, vor einiger Zeit, seit ich mit meinem Hobby angefangen habe, wieder so extrem. Hier sind ein paar Panini oder Tops-Sticker-Tüten, die hier einfach so querbeet rumliegen. Gremlins, Willow, E.T. Ja, dann habe ich hier nochmal aus meiner Heimatstadt ein Prospekt, Dietz an der Lahn. Ja, das ist aus den 60ern, so ein Werbeprospekt, wenn man halt, wieso sollte man nach Dietz kommen? Ja, ist leider heutzutage nicht mehr so, aber nicht mehr so sehenswert, aber es ist halt meine Heimat. Und nochmal vom Zoo Frankfurt, ja, so ein Heftchen, wo ich halt mich noch daran erinnern kann, dass ich das früher auch gehabt habe. Auch das habe ich mir vor kurzem erst gegönnt. Dann gehen wir hier weiter. Hier habe ich so eine kleine Ecke mit den Eternia Minis nochmal eingebaut. Auch die wandern übrigens dann halt in das neue Zimmer rein, wenn es denn fertig ist, damit ich hier auch wieder Platz für reines Vintage-Zeug habe. Ja, hier ist die gemixt, die Wave 1, gefolgt von der Wave 3, die ja jetzt auf Blistern erscheint oder erschienen ist. So, die habe ich soweit komplett. Ja, Wave 1 fehlt mir immer noch dieser Slime Pit oder dieses Zombie oder Horde Zombie He-Man. Ja, und von der Wave 3, die in den Blistern, da fehlen mir lediglich die Figuren, die es bei uns aktuell gar nicht gibt. Ja, aber ich glaube, das ist die Anti-Eternia Teela, die Evelyn und der Stratos, der Ninjor und ich meine, es war noch einer. Anti-Eternia Ramman war es, glaube ich. Aber die hole ich mir, wenn es die mal geben sollte. Ansonsten bleiben die halt weg, weil die gibt es bei uns in Deutschland nicht. So, hier ist nochmal ein Plattenspieler. Ja, das ist ein einfacherer Plattenspieler mit integrierten Boxen. Ja, den nutze ich halt, um meine Hörspielschallplatten anzuhören, die nicht mehr im perfekten Zustand sind. Das heißt, wo schon mal Kratzer und so weiter drauf sind. Weil die möchte ich halt nicht auf meinem guten Plattenspieler hören und nicht gefährden, dass die Nadel halt Schäden nimmt oder was auch immer. Ja, deswegen können diese Schallplatten ruhig auf so einem Plattenspieler hier laufen. So, wenn wir jetzt runtergehen, die letzten Fächer, wie gesagt, sind rein Schallplatten, sind rein Hörspielschallplatten. Da gehe ich jetzt natürlich nicht, ich gehe das mal ein bisschen weiter zurück, da gehe ich jetzt natürlich nicht mit euch komplett jede einzelne Schallplatte durch. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu. Wenn ihr das möchtet, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, da lässt sich mit Sicherheit was machen, wenn ich hier ganz viele Hörspielfans habe. So, wie gerade unten links, nur so sind die drei Fragezeichen Schallplatten. Ja, es sind sehr viele neue, weil seit der Folge 184 gibt es die Platten ja wieder als Standardauflage in schwarz, also schwarzes Vinyl. Und ab da habe ich angefangen, mir wieder die Platten auf, oder die Folgen wieder auf Schallplatte zu holen.
Also ich bin jetzt bei Folge 208 oder 209 und ich meine 210 ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ja, also da bin ich immer gut dabei. Dann, wenn ich nochmal hier kurz dran gehe, ich habe hier übrigens, davor stehen immer noch Platten, die ich zuletzt irgendwo herbekommen habe, die ich noch nicht angehört habe oder die ich halt am Aussortieren bin. Ja, ich versuche mir jede Schallplatte anzuhören, denn wenn die komplett verkratzt ist oder nur springt und so weiter, dann brauche ich auch nicht in meine Sammlung zu sein. Deswegen, bevor ich die einsortiere, ja, stelle ich die alle nochmal davor. Und manchmal kommt man halt auch nicht mit dem, ja, mit dem Anhören nach. So, das sind jetzt hier. Hier habe ich, glaube ich, doppelte. Genau, da bin ich noch am Gucken, welche hat die bessere Qualität. Und dann werde ich die halt dementsprechend umtauschen oder in der Sammlung austauschen. Ja, wir hatten ganz viele Hörspiele aus den 70ern, Anfang der 80er Jahre. Hier zum Beispiel seht ihr auch wieder neue Platten. Ja, und zwar ist das hier diese neue Europa-Grusel-Serie. Ja, könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr die kennt, was ihr davon haltet. Ja, ich gehe davon aus, die meisten werden sagen, die Original-Grusel-Serie, die Neon-Grusel-Serie aus den 80er Jahren ist natürlich bei weitem besser. Ja, sehe ich genauso, aber ich finde es schön, dass Europa die wieder neu aufgelegt hat. Hier geht es weiter mit den Schallplatten. Ganz viele Schallplatten, Schallplatten, Schallplatten. Hier habe ich auch, die gab es ja auch nicht allzu lange und nicht allzu viele. Benjamin Blümchen Schallplatten habe ich hier ein paar. Ja. Die gab es ja hauptsächlich, habe ich früher auch nur auf Kassette gehabt. Und es gab ja irgendwie so eine Handvoll oder zwei Hände voll Schallplatten dann halt von den Folgen mittendrin irgendwie mal. Hier habe ich noch einen Roger Rabbit Geldbeutel, der hier so rumhängt. Und natürlich ein Buch, die Europa-Chronik, auch die habe ich. Ja, wenn ihr da mal ein Review oder sowas zu haben wollt, auch gerne Bescheid sagen. Ja, dann blättern wir das gerne mal zusammen durch. Und hier unten auch nochmal Schallplatten, die ich noch nicht gehört habe. Captain Phils Abenteuerkiste. Hier der Bär, der zum Fernsehen wollte. Pinocchio, die Schatzinsel, Karl May, die Sklavenkarawanen, Klassiker und so weiter. Ja, dann sind wir hier fertig. Dann gehe ich wieder hoch mit meinen alten Knochen. So, und dann gehen wir auf das nächste Regal über. Weil dann haben wir da, gehen wir ganz hoch. Ich muss dazu sagen, diese zwei Regale, die ihr jetzt seht, die sind relativ neu. Die habe ich noch gar nicht so lange, ja, weil ich mir die nämlich jetzt erst vor kurzem erst hier hingestellt habe. Vorher hatte ich zwei halbhohe Kommoden nur da stehen. Die waren relativ schnell voll. Und deswegen ist es hier auch noch, ja, was soll ich sagen, auch noch Optimierungsbedarf. Obendrauf habe ich drei Figuren von allein von unserer Zeit stehen. Nebendran ein Graf Dacula, ja, der halt noch OVP ist. Auch sehr schön. Habe ich, glaube ich, für 15 Euro inklusive Versand bekommen. Sehr schön. Ja, die in einem Land für unserer Zeit Figuren. Den mittleren, den Littlefoot, habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Der ist noch aus ihrer Kindheit. Und die zwei rechts, beziehungsweise der rechts und der linke, den haben wir zusammen auf dem Flohmarkt gefunden. Dann das erste Regal, der erste Regalboden hier. Wie gesagt, ich lese sehr gerne, das wisst ihr ja mittlerweile auch. Hier sind ganz viele lustige Taschenbücher, die ich eigentlich alle aus dem Bücherschrank habe. Dahinter sind, seht ihr vielleicht so ein paar Donald Ducks, Panzerknacker und so weiter. Da, wie gesagt, habe ich noch ganz viele aus meiner Kindheit auch. Die stehen alle noch im Keller gut verpackt. Auch da habe ich mir noch keinen Platz gehabt dafür. Dann haben wir hier Quartetts. Ja, Originalquartetts von Daktari, von Benjamin Blümchen. Dann aus meinem letzten Video ist halt auch diese Gremlins Pins, die ich habe. Die sind halt auch nicht alt, aber es gehört zu einem alten Film. Also von daher für mich dann wieder, ja, ernennenswert oder erwähnenswert oder haben wollen wert. Dann habe ich hier so eine Kugel, wo mal Schokolade drin war, so eine Weihnachtsbaumkugel und meine Original Casio G-Shock aus den 90ern. Die liegt hier auch so rum. Oh, jetzt fällt gleich alles um. Dann gehen wir eins weiter. Dann habe ich hier auch einen ganzen, ja, ganzen Schrank voll, ja, Filmbüchern. Ja, alles Mögliche. Das meiste davon ist von mir, aus meiner Jugend, die ich mir immer geholt habe. Sei es, hier hinten sieht man Jurassic Park. Man sieht die totale Erinnerung, glaube ich. Genau, Ghostbusters, Batman Forever, Basic Instinct. Ja, da wollte ich auch mal mitreden, 1992 oder wann das war. Im Hintergrund dann auch, wo geht's weiter? Werwolf von Tucker Mills. Ja, auch den habe ich mir damals gekauft. Gremlins habe ich im Bücherschrank gefunden, ganz rechts hinten, wenn man das erkennen kann. Und dann auch wieder geht's weiter mit Quartetts. Ja, ein Maxi-Mini, ja, von Ass, und zwar von Pinocchio.
Dann haben wir hier Sindbad, wir haben Nils Holgersson, wir haben Heidi und wir haben den guten Bussibär. Ja, alles so 70er, Anfang 80er Jahre. Ja, finde ich sehr, sehr schön, so Quartetts. Ich liebe diese alten Serien, auch das solltet ihr ja wissen, finde ich richtig toll. Dann gehen wir, wenn wir in das nächste Regal runtergehen. Dann haben wir ein paar Stofftiere. Wir haben da hinten den Benjamin Blümchen als Polizist. Auch der ist wieder von meiner Freundin. Vielen Dank dafür. Ja, dann haben wir hier links den Garfield. Der ist wieder aus meiner Kindheit. Genauso wie die beiden hinteren Gizmos. Auch die sind beide von mir von früher. Dann auch hier ein bisschen Alf, weil ich liebe Alf. Alf ist auch eine meiner Lieblings-Comedy-Serien aus den 80ern. Damit bin ich halt groß geworden. Ja, auch hier die zwei Kleinen, also er, der Klammergalf, Alf und Galf. Und der hier, die beiden sind auch von mir von früher. Die anderen habe ich so peu à peu bekommen. Flohmarkt, eBay und so weiter. Ja, diese Alf-Gummifiguren vom Bulli, ja, sind auch gar nicht so lange in meiner Sammlung. Das Glas, so ein Bonbonglas oder sowas halt, ja. Da habe ich zwei Stück von. Und die habe ich für das Stück 50 Cent auf dem Flohmarkt geholt. Ja, wenn man das sehen kann hier. Hier unten sieht man, es ist von 1978 das Glas. Ja, die sind top, die sind im Top-Zustand. Und wie gesagt, für 50 Cent pro Glas konnte ich da nicht Nein sagen. So, wenn wir da, jetzt muss man gucken, dass der Sessel im Hintergrund mir keinen Strich durch die Rechnung macht. Dann sehen wir jetzt hier das nächste Regal. Und zwar habe ich im Hintergrund, sieht man den, meinen Original E.T. von 82. Ja, wie man sieht, der sieht noch top aus. Also ich war früher schon so, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass das Zeug halt nicht kaputt geht oder nicht abgeranzt ist und so weiter. Dann hinten rechts meine Gremlins-Magnete. Auch die sind neu und aus einem der letzten Videos. Ja, dann habe ich ein Pferd hier stehen. Ja, ich habe hier ein Pferd stehen. Und ich denke, es ist Black Beauty, aber ich weiß nicht hundertprozentig, dieses Pferd ist von meiner Mutter, das hat sie mir geschenkt, beziehungsweise das wollte sie wegschmeißen, weil wir das beim Entrümpeln auf dem Dachboden gefunden hatten. Das hat hier so komplett die Risse, ja, der Dachboden war halt nicht isoliert und dann war es halt im Winter irgendwie minus 30 und im Sommer plus 60 Grad. Und dann hat es so Risse bekommen, aber als sie mir gesagt hat, das ist aus ihrer Kindheit, das hat sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen, ja, da habe ich gedacht, hier, bitte werf das nicht weg. Und sie sagte, ja, dann nimmst du dir doch mit, wenn du es haben willst. Ja, und ich dachte, ja, natürlich. Also ich habe zu dem Pferd nicht wirklich einen Bezug, außer dass ich halt weiß, dass es halt aus meiner Kindheitserinnerung schon immer bei meiner Mutter irgendwo gestanden hat. Und jetzt steht es halt bei mir. Diesen Tiger im Hintergrund, das ist auch meiner aus den, ja, Anfang der 80er, glaube ich. Den haben wir mal irgendwo im Zoo mitgenommen, das weiß ich noch. Den hat mir meine Oma, glaube ich, gekauft. Ansonsten der Tennisspieler Garfield ist auch von mir. Ich war früher leidenschaftlicher Tennisspieler. Genauso wie der Hansi, wie der Wellensittich hier, auch der war von mir, weil ich früher einen Wellensittich hatte oder wir hatten einen und als der gestorben ist, war ich so todtraurig. Meine Eltern wollten aber nicht wieder einen Wellensittich holen und dann, der lebt wieder nur ein paar Jahre halt, ja, haben sie mir halt den geholt, den hatte ich dann immer bei mir. Der Gizmo-Schlüsselanhänger ist ein bisschen abgeranzt, aber das ist auch meine, genauso wie die drei oder diese vier Modellautos, die hier stehen, hier vorne, beziehungsweise drei und ein Boot. Ja, einmal hinten das Sheriff-Auto ist aus meiner Kindheit, genauso wie das mittlere Batmobil von 89, den habe ich mir damals gekauft oder gekauft bekommen. Und das Batboot und das alte Batmobil aus der 60er-Jahre-Serie habe ich geschenkt bekommen damals. Hier ist so ein kleines Springspiel, wo man immer den mittleren rausnimmt, da muss man immer übereinander springen und den, über den man gesprungen ist, wegnehmen, bis man halt später nur noch so wenig wie möglich, im Idealfall eins übrig hat. Ist von meiner Mutter, ja, auch das habe ich von ihr geschenkt bekommen, weil ich es gerne haben wollte, bevor sie es halt irgendwo, ja, verlegt oder was auch immer. Der Batman hinten links ist auch, ist auch von 1989, auch den habe ich im Zuge des Batman-Wahns, wo ich war, Michael Keaton, Jack Nicholson und so weiter, da war ich 11 Jahre alt, mir geholt. Und diese Dogge ist eine Porzellanfigur von meiner Oma, die habe ich von ihr geschenkt bekommen, ja, und die verweilt jetzt hier bei mir, ja, bis an mein Lebensende. So, und dann gehen wir weiter runter und dann gehen wir mal hier so in das Regal, da habe ich hinten drei Fragezeichenbücher. Ja, die meisten sind selbst von mir. Ein paar habe ich auch auf dem Flohmarkt gefunden. Dann haben wir verschiedenes, allerlei, sage ich mal. Wie gesagt, wieder das Glas, das Biene-Meyer-Glas, das zweite.
Dann habe ich hier einen Zauberwürfel, den ich von meinem Schatz bekommen habe. Der ist halt natürlich noch eingepackt. Ja, natürlich noch OVP. Kinderriegel 70er, 80er Jahre Retro Edition. Das heißt mit den Bildern des Kindes, wie es halt in den 70er und 80er Jahren, 80er Jahre, 70er Jahre ausgesehen hat. Die musste ich mir holen. Sind natürlich schon leer gefuttert. Ja, dann haben wir wieder ein Ghostbusters Quartett von Schmidt Spiele. Dann verschiedene Bully-Figuren wieder oder Heimo oder Schleich, wie es auch immer heißen. Da ist der Flip von Biene Maja, hat sich schon schlafen gelegt. Jetzt der Kimba dazu. Kimba der Weiße Löwe, Graf Dacula, hinten der der Wumm von Wumm und Wendelin, ja, von Loriot. Dann wieder Biene Maja-Figuren, die Ameise, Emsig. Und hier vorne rechts die Figuren, das müssten Überraschungsei-Figuren gewesen sein, von Biene Maja auch. Und rechts der Geier vom Dschungelbuch von Walt Disney. So, nächstes Regal. Ganz schon wieder Regale, merke ich hier. Und zwar haben wir hier hinten dasselbe, was ich eben schon mal in klein gezeigt habe. Da hinten ist die Umverpackung. Ich mache gerade nochmal die Mickey Maus hier weg. Von Rider, ja, Retro Edition. Ja, für die, die es halt wissen, Rider hieß früher mal Twix. Sonst ändert sich ja nichts. Beziehungsweise, das war der Werbeslogan, als ich... Ja, die Firma halt darauf geeinigt hat, halt endlich oder Rider halt so umzunennen, wie es halt auf der ganzen Welt heißt, nämlich Twix. Ja, und in Deutschland hieß es halt Rider. Und dann gab es diesen Werbeslogan, Rider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ja, aber ich fand Rider irgendwie cooler. Die Mickey Maus, die ich gerade in der Hand hatte, ist nicht die Originale, die ich früher hatte, aber ich hatte genau dieses Teil. Er ist eine Spardose. Und die habe ich auf eBay irgendwann durch Zufall gesehen und dachte mir, die brauche ich wieder, also es ist nicht die, die ich früher hatte, aber es ist die gleiche Version. Dann genauso wie diese Commerzbank Spardose, auch die hatte ich früher gehabt als Kind, als kleiner Zwoggel, die habe ich auch wieder neu geholt. Ja, es sind drei Mini-Puzzle von Benjamin Blümchen, die ich habe, zwei davon sind in OVP. Ja, und auch wieder hier wieder ganz viele Figuren, von rechts Elliot das Schmunzelmonster, Asterix, der Rabe Gorgo von Nils Holgersson, ein Mainzelmännchen, Pumuckl und wie ihr seht halt auch wieder Benjamin Blümchen und Mickey Maus etc. Ja, sehr viele schöne Kindheitserinnerungen. Benjamin Blümchen hatte ich auch. Die einzigste Figur war mein Feuerwehrmann, den habe ich jetzt da noch stehen und habe jetzt noch einen zweiten dabei, den als Polizist, als Wetterelefant und als Postbote. So, jetzt kommen wir fast zu meinem schönsten Flohmarktfund, den ich bisher hatte. Ja, es gab einige, aber das ist so mir im Gedächtnis geblieben, und zwar dieser Alf. Ja, den Alf habe ich für einen Fünfer mitgenommen auf dem Flohmarkt bei einer sehr netten Dame. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, ja, dass ich den so bekommen habe. Dann habe ich hier auch in meinen letzten Videos erst gezeigt, die habe ich jetzt mal hier reingestellt, zwei Rembo-Sachen. Ja, beziehungsweise einmal von der City Cobra, so ein Pseudo-Spielzeug und halt was Originales von Rembo. Ja, könnt ihr mal in anderen Videos nochmal im Detail sehen. Hier im Hintergrund habe ich ganz viele Bücher aus der Taschenbücher aus der Conan-Reihe, wo der Arnold immer vorne drauf ist. Genauso unten drunter habe ich, nehme den Alf mal hier raus, habe ich Bücher aus Serien, ja, und zwar rechts bzw. links, fangen wir links an, das sind alle Serien, Bücher von der Serie V, die Außerirdischen. Dann haben wir ein Knight Rider Buch, dann haben wir drei Buck Rogers Bücher, es gab auch nicht mehr von dieser Goldman-Serie. Ja, Buck Rogers liebe ich auch, die Serie. Hier ein paar Kampfstein Galactica, ein Dreifachband 1 bis 3, dann haben wir 4, 5, 7, 8. Da fehlen mir auch noch ein paar. Und noch ein paar ganz alte 6 Millionen Dollar Mann Bücher. Da habe ich zwei Stück. Ich meine, da gibt es 5, 6, 7. Da fehlen mir also auch noch ein paar. Setzen wir den Alf wieder hin. Alf kommt. Oh, hallo, hallo. So, ab mit dir ins Regal, Alf. So, dann geht's weiter. Dann haben wir hier auch wieder ganz viele Bücher, und zwar im Hintergrund seht ihr TKKG, dann rechts Funkfüchse, Tom und Locke, Fünf Freunde, im Vordergrund links dann halt ein Pumuckl-Buch, das Schloss-Trio, ja, dann hatte ich hier Yoko Tobi, habe ich eins im Bücherschrank gefunden, die Nummer 11, wieder Fünf Freunde und dann nochmal ein paar von Wolfgang Ecke, so zwei kleine Taschenbücher von Ravensburger, die finde ich auch immer ganz toll, alles Bücherschrankfunde. So kleine Mini-Heftchen, so Art Pixie-Heftchen, aber von Bastei. Das ist die Danger-Maus, habe ich hier. Und halt auch ein paar Tau-Tau. Ja.
der kleine Panda. Dann den Obelix habe ich auch auf dem Flohmarkt für ganz, ganz schmales Geld mitgenommen. Das ist eine richtig coole Figur, die auch einiges wert ist, was ich so im Internet gesehen habe. Aber der Wert ist mir egal. Mir gefällt die Figur und ich habe sie mir nicht geholt, um sie wieder zu verkaufen. Ja, also die bleibt hier schön stehen. Dann haben wir hier noch ein paar aus dem Überraschungsei. Walt Disney, Donald Duck und Daniel Düsentrieb. Und von Haimo die Serie von Heidi. Ja, Heidi, Peter, der Großvater, das Zicklein und der Hund, wo ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wie er heißt. Gehen wir wieder eins runter. Und wir haben hier Bücher, Bücher, Bücher. Ja, ich habe hier Alf-Bücher. Die vier dicken Wälzer links sind aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit. Die habe ich früher bekommen. Ja, die kleinen Taschenbücher, das ist alles Alf hier. Ja, die habe ich alle auf den Flohmärkten oder auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Die Masters of the Universe, Lady Bird Bücher daneben. Ja, im Hintergrund sind auch noch Bücher. Ich weiß gar nicht, was da jetzt alles genau ist. Nehmen wir mal ein bisschen was raus. Ach, da habe ich noch. Ja, wenn wir die mal rausnehmen hier. Dann alles umfällt. Da habe ich noch von Schneider, habe ich noch die Kinder von Burg Schreckenstein und so weiter. Dann habe ich hier, wenn man das sehen kann, Huibu Schreibschriftbücher, die sind richtig toll. Ja, die sind wirklich auch alt. Ja, und die sind auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Finde ich richtig klasse. Und die mal zur Seite. Im Vordergrund dann halt eine kleine Kutsche, so wie sie früher halt das Spielzeug Cowboy und Indianer waren. Schlümpfe aus dem Überraschungsei und hier auch nochmal aus dem Überraschungsei Tau Tau. So, dann wird es ein bisschen unspektakulärer, dieses Regal hier. Hier habe ich, das halte ich gerne mal raus, da weiß ich noch nicht genau, wo ich sie hin tue, die möchte ich gerne einfach so aufhängen. Einen kompletten Satz mit Alf Klammer oder Klammer Alfs bekommen, noch original verpackt, noch in der Tüte drin. Ja, die habe ich wirklich auf eBay Kleinanzeigen von einem Sammler bekommen. Ja, ich glaube, ich habe für die ganze Tüte 10 Euro bezahlt. Ja, also richtig toll, hat mich sehr, sehr gefreut und ich war richtig happy. Hier sind ganz viele Unterlagen und halt auch die Kulthefte habe ich hier drin liegen. Ja, die ich ja auch in einem anderen Video vorgestellt habe, wo ich halt in dem Heft halt alles über die 60er, 70er, 80er Jahre halt drin habe. Von Kleidung über Spielzeug, über Lebensmittel etc. Finde ich richtig toll, Zeitgeschehen und so weiter. Hier sind ein paar Quartetts. Da ist Top Drums, das ist ein relativ neues, seht ihr ja, Episode 1 bis 3. Aber dann auch ein paar alte. Ja, Windjammer, ja, Feuerwehr. Knatter-Ottos, Versuchsfahrzeuge, Coupés und PS-Hits. Ja, die hatte ich alle. Da habe ich noch nicht hier gewohnt, sondern da hatte ich noch eine andere Wohnung gehabt in einem anderen Ort. Da hat es in dem Wochenblättchen drin gestanden, dass die Bibliothek, glaube ich, zumacht und dass man sich da Zeug mitnehmen kann oder abholen kann. Und da bin ich hingegangen und da hat so eine Spendenbox gestanden und da hat gesagt, gehen Sie durch, packen Sie ein, was Sie wollen. Und da waren halt auch Quartetts und die habe ich mir halt alle mitgenommen. War sehr toll, hat mich sehr gefreut. Und hier das Fach genauso, ist ein chaotisches Fach. Da sind einiges an Comics drin. Hier seht ihr so ein paar Mini-Comics von den Masters. Wenn ich hier mal raushole, was haben wir hier? Hier haben wir ein Americana-Sticker-Album. Ich packe das jetzt nicht alles raus, nur mal so als Beispiel. Ja, hier haben wir das Masters of the Universe Klebealbum. Das muss ich auch alles nochmal wegsortieren. Hier habe ich Mask-Comics. Ja, also alles mögliche, querbeet. Ja, da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das heißt, die habe ich erstmal zwischengelagert und seitdem liegen sie da drin, wie das manchmal so ist. Und das letzte Fach von hier diesen, da haben wir meine originalen Akte X-Bücher, die ich damals hatte. Ich war ein großer Akte X-Fan in den 90ern, wie das rausgekommen ist. Ja, Indiana Jones, das Gral-Tage oder das Tagebuch von Henry Jones. Ja, eine Biografie über Elvis. Elvis mag ich auch, ich liebe Elvis. Ja, dann nochmal die Bücher hier von Batman und Robin. Ja, auch die hatte ich mir zum Zeitpunkt, wie Batman und Robin rausgekommen ist. George Clooney war nicht der beste Film, aber da gab es diese Bücher, die habe ich mir dann geholt. Ja, hier nochmal mein altes. Da, das ist meine Schulklasse, mein altes Buch. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Ja, das heißt, da schreibt jeder immer so, ich nehme jetzt keine Namen, aber da schreibt dann da jeder immer so ein paar Sachen rein,
und das ist dann immer so reihum gegangen. Früher, ich weiß nicht, wie ist das heute? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon Kinder habt, wie das heute gehandhabt wird. Wird das alles mit dem Handy geschrieben oder wie läuft das? Ja, dann habe ich hier noch von Topps 3 originale verpackte Ghostbusters 2 Päckchen. Das war ja immer so, da ist immer ein Kaugummi drin, den spürt man auch hier noch. Ja, und 2, 3, 4 Bilder. Ja, also die sind alle drei noch komplett. Das Masters of the Universe war leider schon auf. Ja, ist auch kein Kaugummi mehr drin, aber ich glaube, den kann man sowieso vergessen. Aslan würde den, glaube ich, futtern. Ja, ich lasse das lieber. Ja, und im Hintergrund sind auch nochmal, wenn ihr das seht, auch mal VGS-Bücher. Das heißt, das sind auch nochmal meine weitere Akte X-Bücher. So, das war dieses Regal. Jetzt muss ich gerade mal wieder hochkommen und hoffe, ihr hört es nicht knacken. So, und dann haben wir hier, gehen wir nochmal um das Regal rum. Ja, wie gesagt, meinen kleinen Schreibtisch. Ja, ich habe hier so ein Bulli-Setzhaus. Das würde ich auch noch aufhängen, weiß nur noch nicht, ob ich es hier an die kahle Wand mache oder ob ich es nochmal woanders da platziere. Ja, Monitor, Notebook, ja, mein Inhalator, wo sie halt vor kurzem festgestellt haben, dass ich doch auf was allergisch bin, auf verschiedene Baumarten. Ja, den habe ich jetzt hier liegen. Und hier haben wir dann die Los Amigos nochmal. Ja, und hier vom Stefan nochmal, das die Karte, wo er mich zu den 300 Abonnenten beglückwünscht hat, hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich mal dahin gebappt. Und ja, das war's von diesem Regal hier. Ja, ich mache es so, ja, ich mache jetzt hier einen Stopp, weil ich glaube, das wird sonst zu viel. Wir sind jetzt schon bei über 40 Minuten. Ja, die anderen Regale teile ich jetzt auf und dann gibt es verschiedene Videos zu. Also sagt mir gerne Bescheid, wie findet ihr das Video, wie findet ihr meine Roomtour bisher, gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, lasst es mich wissen. Ja, ansonsten, ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert meinen Kanal und dann verpasst ihr auch nicht das nächste Roomtour-Video. Und ansonsten, Leute, bleibt gesund, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.